Ein Blick, den man nicht vergisst. Alain Delon, geheimnisvoll, undurchschaubar, faszinierend. Einer der großen Stars des französischen Kinos. Sein wohl berühmtester Film, Der eiskalte Engel. Delon spielt einen skrupellosen Killer, berechnend und kühl. Eine Rolle, die sein Leben prägte. Der eiskalte Engel ist ein Film par excellence über die Einsamkeit. Es stimmt, dass viele Personen, die ich im Film gespielt habe, einsame waren. Ich habe das gespielt, was man mir angeboten hat. Alain Delon verehrt für seine geheimnisvolle Schönheit. Ein Schauspieler mit Ecken und Kanten, den vielleicht auch seine Jugend so hart gemacht hat. Alain Delon wuchs bei Pflegeeltern auf, musste wegen seines Verhaltens mehrmals die Schule wechseln. Erst Metzgerlehre, dann ging er zur französischen Marine, kämpfte in Indochina als Fallschirmjäger, schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. 1960 gelang ihm mit seiner Rolle als jugendlicher Mörder in Nur die Sonne war Zeuge der Durchbruch. Die Rollen des einsamen Kämpfers wurden sein Markenzeichen. Das war es wahrscheinlich, was das Publikum bei dem Schauspieler Delon am stärksten beeindruckt hat. Deswegen spricht man immer davon und es wird zu einer Art Leitmotiv. Das Privatleben von Alain Delon war bewegt. Romy Schneider lernte er bei Dreharbeiten kennen. Sie zog für ihn nach Paris. Doch das Traumpaar des französischen Films trennte sich nach 5 Jahren. Er heiratete 2-mal, wurde Vater von 3 Kindern. Auch diese beiden Ehen zerbrachen. Sein Privatleben erklärte er irgendwann selbst als gescheitert. Ich bin kein leichter Partner für irgendjemanden. Aber es ist auch nicht leicht für mich, mit mir selbst auszukommen. Es geht nicht darum, einfach zu sein für wenige. Ich bin sehr schwierig im Umgang mit den Leuten, die ich liebe. Aber ich bin auch schwierig und hart mir selbst gegenüber. Wegen seiner politischen Nähe zu Rechtsextremen war er umstritten. Trotzdem wurde ihm 2019 von seiner Tochter Anouchka in Cannes die Ehrenpalme für sein Lebenswerk verliehen. Von der Kinoleinwand hatte er sich 1998 offiziell bereits verabschiedet.